Okay. Was müssen wir machen? Um den Weinkeller zu öffnen, müssen alle Teile zu einem Sonnen- oder Mondsymbol gemacht und anschließend in das jeweils andere verändert werden. Der Mondknopf dreht den Pfeil 3 Schritte im Uhrzeigersinn, der Sonnenknopf 2 Schritte entgegen. Ach, du, was soll das denn? Zack, 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 zack. So, 1. Jetzt müssen alle zu einem Mond werden. Zack, 1, 2. Das war falsch. Nein, Moment. 1. Scheiße! Okay, das kriegen wir aber hin. Einer ist nicht so schwer. Das Geräusch geht nicht auf den Sack, nee. Es tut nämlich nur so. Merkst du selber, ne? Okay, wieder. Es fehlt wieder 1. Hm. Und wenn ich jetzt das mache, komme ich hier hin, komme ich hier hin, dann bin ich gegenüber nicht. Okay. Machen wir jetzt mal. Also, ich könnte 1, 2. Ne, oder 1, 2, 3. Ach, scheiße. Das wird jetzt einfach nur wildes Rumgeklicke. In der Hoffnung, dass irgendwas irgendwie funktioniert. Fuck. Ich habe vergessen, dass es in die falsche Richtung geht. Ach, Drecks, Piss, Kack, Alter. Das ist ja zum... Das kannst ja nicht mehr... Das geht ja nicht. So, jetzt danke. So läuft es nämlich. Sehr interessantes Schloss. Also wer das gebaut hat, der kann sicher nicht aus dem 18. Jahrhundert kommen, ey. I doubt there's anything important here other than a couple of things. Still, I'll look around. Es wäre doch gelacht. Wenn ihr nicht so sonst zutage bringen könnte. Ich werde mich mal umsehen. Seh dich mal um, mein Freund. Ich gehe eine Runde kotzen. Nein. Ich gehe eine Runde Spaß haben. Hier ist der Kamm. Das ist schön, wenn man das Spiel ein bisschen gespielt hat, lernt man auch in die Ecken und diese ganzen geheimen Bereiche zu gucken. Und wow, ist es so geile. Kauft euch Golden Trails 3. Die Wahrheit ist eigentlich, ich bin einfach im Mediamarkt gewesen, da war so eine ganze Sparte mit Wimmelbildspielen und ich habe mir einfach irgendeins rausgenommen, was nicht zu scheiße aussah. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ne? Also ich habe nicht gesagt, wow, ja, sondern ich habe gesagt, wow, ja, naja, gut, Glückstreffer. Ich ziehe einfach mal auf gut Glück. Jetzt kennt auch die Story, die herzzerreißende Story hinter diesem Spiel hier. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. So, diese komische Flasche. Das Armband sehe ich doch sofort. Ein Lederriemen ist hier, brauchen wir aber nicht. Amigo! Komische Flasche. Eine Bratpfanne. Das ist keine Detektivarbeit, oder? Das ist einfach nur Diebstahl, was wir hier machen. Soll ich das gutheißen? Ich weiß es nicht. Soll ich Loni heißen? Dann doch lieber gutheißen, ne? Scherzkeks. Haben wir eine Statue, die da reinpasst? Nein, haben wir nicht. Hier muss sicher eine Statue rein. Das sehe ich ja mit beiden Augen geschlossen, ey. Hier ist ein komisches R. Der Gegner jeder Franken. Jedes Franken, aber ja. Was haben wir noch? Eine Pfeile, ein komischer Stift. Blasebalg und verkrüppeltes Gold etwas. Zack, verkrüppeltes Gold etwas. Blasebalg. Hammer und Keil. Der Lederriemen. Und dann ist gut, dass man die Szene kennt, ne? Haha, wie so oft. Die Reben des Teufels. Reaktionsschnelligkeit. Nein, die Reben des Teufels müssen wir finden, auch gut. Bitte, ich beschwere mich nicht. Und warum rede ich mit diesem komischen Akzent, wie ich auch einfach die Fresse halten könnte? Du hast die Stadt zur Schmuckstadt und du hast Elfenbein geklaut. 1000 Punkte! Aha. Wir ficken dieses Game. Was? Läuft.
Das ist etwas hinter der Statuette. Mit etwas Dünnem könnte ich herankommen. Verstehe ich nicht. Will ich auch gar nicht. Ich will... Nee, komm, ist doch egal. Ah, wo sind denn die Reben des Teufels? Das gibt's ja nicht. Sie sind nicht so schwer versteckt, bestimmt. Oh, weißt du, wenn es so über- oder unterdimensioniert ist, es kriegt doch keine Sau auf die Reihe. Am Ärmel kannst du mich lecken, Spiel. Ah, Reben des Teufels, komm. Da. Treffer. Einen... Ach, ne Lili haben wir noch, okay. Wieder mal alle gefunden. Ja, wir sind einfach so gut. Wir haben noch Spaß an der Sache, ey. Ist es die komische Pfeile? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Hm. Die komische Pfeile. Natürlich. Krass offensichtlich einfach nur. Szene abgeschlossen, ey. Scheiße, Piss. So, das haben wir auch fertig, also ab zurück in die Galerie de Kunst, de Art. Wir müssen auch genau den Stein kaputt machen. Das geht damit. Folge der Lilie. Ist diese Nachricht an mich gerichtet? Und wer ist Lilie? Habe ich sie schon mal vernascht? Ich weiß nicht, warum ich das eigentlich mache mit diese krass behinderten Lippenbewegungen, aber ist ja auch egal. Mit was könnte man denn ein Fenster aufbrechen? Nee. Mit dem Zirkel, mit dem Stein. Genau, genau, Stein und dann geht das Fenster nach außen. In the local newspaper there was an article about an upcoming exhibit in the art gallery. It caught someone's attention. I wonder what it was. Willst du mich ficken, Junge? In der Zeitung war ein Artikel über die aktuelle. Warum lese ich es eigentlich? Ich lese doch diese Dinger hier nie sonst. Ich frage mich, was das eigentlich soll alles. Scheiß Dreck hier. Piss mir, leck mich am Arsch. So. Ja, Kunstgalerie, ich kann mich auch noch super erinnern, war Spaß pur, ey. Spaß pur, meine Freunde. So ein bisschen Sellerie in eine Vase kommt immer gut an. Muss ich auch immer sagen jetzt? Geil. Okay, gibt's irgendwas Gold, was Glitzerndes, was wir mitnehmen können, was wir klauen können? Sieht nicht so aus, okay. Hier ist so ein Flaschenöffner. Hier ist ein Medaillonteil. Hier ist eine Schublade, die wir aufbrechen könnten. Könnten, wie gesagt. Ach, Entschuldigung, Nacken. So. Ich sehe ja wieder die volle Nulpe. Es ist immer noch deprimiert. Da, Nummer 1. Okay, jetzt geht's rund. Die überdimensionierte Pinzette. Die Vase. Aufs Maul. Der panflötenspielende Joker. Flaschenöffner. Die Glocke war hier oben. Der Fächer. Den habe ich auch schon die ganze Zeit gesehen. Das ist so. So ein Wips. Behinderte Verstecke. Das hier ist auch irgendwas, aber ich glaube nicht, dass wir das gerade brauchen. Das Medaillon. Eine Kerze. Zack. Sich erstmal richtig feiern, weil man eine Kerze gefunden hat. So läuft es, Loni. Genau so und nicht Thomas anders. Wir wissen es doch. Das grüne Ding hier oben. Wenn ich übrigens mein neues Mikro habe und das Spiel länger als 7 Stunden geht, wovon ich ausgehe, hole ich mal jemanden in die Aufnahme dazu. Wimmelbild zu zweit mit Facecam wird bestimmt richtig geil. Aus dem Breitbild, da passen ja hier, also hier eins und so, passen super zwei... Halt, Moment! Uiuiui, da passen sicher zwei Köpfe hier so hin. Das wird bestimmt geil, ey. So, der Skorpion. Hier braucht man einen Glasschneider wahrscheinlich. Es sieht sehr verdächtig nach Glasschneider aus. Und der Zirkel. Genau, mit dem Zirkel kann man super Glas schneiden. Die drei Wächter der Templer. Jeder von ihnen ist Teil eines Ganzen. Drei Wächter, das bedeutet, der Bosch war nur ein Teil eines größeren Ganzen. Ich habe den Satz von vorher einfach nur nochmal neu interpretiert. Ich alte Kind, ey. So, Lilie. 50 Lilien. Wow, ich kann den Bronze im... Den Bronze-Raum im Endlos-Modus spielen oder so ein Scheiß, war da gerade gestanden. Noch eine Lilie. Waren immer noch nicht alle hier, ja. Sacramento nochmal. Da legst du ja nieder, ey. So, der König. Der König des... Ding da. Hier braucht man einen Schlüssel. Oder irgendwas in Templerform. Also mit diesem komischen Plus-Symbol drauf.
Ich bin verleitet. War doch der Schlüssel. Okay, wir dürfen natürlich... Dreh die Bücher, um 20 Kartenstücke zu finden. So. Das war noch keine Absicht. Ich wollte eigentlich erstmal so. 1, 2, 3, 4. Hier ist noch eins. Hier, da. Da. Hier war sonst nichts mehr. Hier ist eins, da, da, da. Das sind entspannende Minispiele, ganz ehrlich, weil sowas ist halt einfach. Sowas kann man auch irgendwie in humanem Rahmen als Spiele anbieten. Euer Ernst, Leute? Okay. Hier ist nichts, hier ist nichts. Okay, hier ist auch nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Nein. 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 Ach da, okay, ja. Entspanntes Spiel, würde ich sagen, ne? Du hast alle Teile der Karte gefunden. Dürfen wir die auch zusammenpuzzeln oder so? Nee. Ich dachte, die gehören hier, aber das macht ja keinen Sinn, weil die Karte ist ja vollständig. Keine Ahnung. So. Pinzette, wir brauchen irgendwas Langes, Dünnes in einem anderen Bild. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Obwohl es sogar erst heute war, ist es nicht Wahnsinn. Ja, okay, gut. Ja, bitter, bitter. Kann ich hier noch was tun, Spiel? Natürlich kann ich hier noch was tun. Was frage ich denn eigentlich? Warum denn nicht? Ich brauche das hier natürlich, Mann. Ich brauche einen Schraubendreher. Ich erinnere mich, das Spiel war auch sowas, das war auch echt behindert. Was könnte ich denn hier brauchen? Den Bauer? Nee. Da passt irgendwie jetzt nichts rein. Spontan. Ja. Spontan. Nee. Okay, dann lass mal das mal. Ich glaube, da kann ich gerade nicht viel dran reden. Wimmeros Anwesen. Ja. Ich habe natürlich, kann ich da was tun, als Maulspiel. Als Moffel, ja, bitte. Eine Statue brauchen wir noch. Hahaha. So. Vertausche die Statue, um das Geheimfach in der Wand zu öffnen. Ich fühle mich herausgefordert. Und was ist... Dann hier ist so eine Überspringzeit von 20 Stunden. Was soll das denn? Spielkarten und Zubehör. Anscheinend unterhält der Graf hier sich und seine Gäste. Unterhalten, ha? Verstehst du? Ich versteh's nicht. Wir sägen... Na klar, wir sägen die Stange mit einer Säge durch. Beschaffen Sie mein Geld, Demoro. Oder Sie werden es bereuen. Ich frage mich, wie hoch seine Schulden sind. Ja, da sind wir auch mal im richtigen Akzent jetzt, meine Freunde. Wie hoch seine Schulden sind. So, meine Güte. Was Langes, Dünnes haben wir doch. Wusste ich doch, Bitches. So. Ich klick zu schnell, das ist nicht schön. Das ist, okay, sag an, was haben wir gefunden? Ja, Menschen würden ihre Spielkarten, bla bla. Hier, ein Gebetbuch und eine heilige Oblate. Ob der Graf wirklich in die Kirche geht? Wie lange liegt diese Oblate schon da? Kann man die noch essen? Ich glaube, nein. Ich will nichts wissen, ich glaube auch nicht. Also. Galerie de Kunst. Nein. Wir steigen nochmal durchs Fenster ein. Haben wir hier irgendwas noch? Das gibt's doch nicht. Was gehört denn da hin? Ach so, jetzt, genau. Jetzt gehört es dahin. Und dieses Minispiel ist einfach nur behindert. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Also es geht drum. In dieser oberen Reihe müssen alle von diesen Blumen hier, in der Mitte müssen die Tulpen und unten müssen die Lilien hin. Okay, soweit noch alles in Ordnung. Trotzdem weiß ich echt nicht, was ich damit jetzt groß anfangen soll. Wir machen das jetzt mal ganz einfach. Pass auf. Ich habe das Prinzip da. Ich verstehe das Prinzip dahinter einfach nicht. Ganz ehrlich. So, hier, das schieben wir da rüber. So, warte mal dann. Mal das hier. Ist alles nicht so einfach, Kinder.
Dann schieben wir es mal darüber. Dann machen wir es hier hoch. So, jetzt haben wir alle Blumen auf jeden Fall. Also fast alle Blumen, nur noch eine fehlt. Und alle wieder hoch, okay. Gut, haben wir schon mal Reihe 1. Das hätte ja schon schlimmer laufen können. Denkst auch nur du, Loni. Denkst auch nur du, ey.